Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir sind gerade wieder in Kingston angelangt und wir haben ein bisschen mehr Geld, sehe ich gerade. Ich habe noch ein paar Tausend gemacht mit ein paar Aufträgen und da habe ich noch die Kenway's Flotte gemacht und habe ich anscheinend auch nochmal 30.000 mit verdient. Also ja, wir haben jetzt ein bisschen Cash über. Wir brauchen immer noch ein paar Sachen, um unser Schiff zu verbessern. Aber so größtenteils haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Ich habe ja gesagt, ich mache die Mission weiter, aber wir können mal ganz kurz auf die Karte gucken, was ich schon alles gemacht habe. Ich habe in diesem oberen Teil schon mal alle Aufträge gemacht auf den bekannten Inseln. Hier werden auch nochmal zwei, ne? Aber hier habe ich das alles auf Gold gemacht, dass ich da alles geholt habe. Hier unten auch schon. Und dann habe ich hier noch weiter gemacht und habe, glaube ich, jetzt hier angefangen. Und, da habe ich, glaube ich, angefangen schon. Da müsste ich eins haben. Ja. Und dann muss ich hier was machen und dann war ich daneben, dachte ich so, ich fange das an, aber dafür muss ich auf eine, irgendwo eine unbekannte Insel hier, wo ich noch nicht war und das ist doof. Deshalb habe ich gedacht, jetzt mal erstmal den Part weiter. Kein Governor mehr. Captain Kenway, ihr habt etwas für mich? Den Aufenthaltsort des Templers Woods Rogers. Der ist auf einer kleinen politischen Feier, also seid leise. Man munkelt, King George bestellt Rogers zurück nach London. Ei, unzufrieden mit seinem Fortschritt in Nassau. Weil es immer noch zu viele Piraten gibt, habe ich gehört. Du musst dich verkleiden, um die Puderquasten auf der Feier zu täuschen. Ich schlage diesen Diplomaten vor, Ruggero Ferraro. Der steht schon lange auf unserer Liste. Ich verstehe. Sendet ihr das hier nach England für mich? Ei, morgen läuft ein Schiff aus. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane. Bristol. Und warum denkst du, dass sie da immer noch wohnt? Den italienischen Diplomaten auf spüren. Hä, what the fuck? Aber wieso? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wieso ich jetzt auffällig geworden bin. Ich bin die ganze Zeit angesprintet. Wollt ihr mich nicht anhören? Bitte, hört, was ich sage! Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Kein Problem. Wir sehen uns an Bord. Danke. Soll ich den eigentlich klappen oder was soll ich mit dem machen? Oh, ich werde verfolgen, super. Ich bin bereit, gehen wir. Heuhaufen, okay. Hallo, good people. I bless you all this day. Der fluchtige Kaufmann always makes his customers happy. What a strange fellow. What a strange fellow. Yes, yes, my mate. What is wrong with you? Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, kein ästhetischer Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere, wie das Vieh, ohne jeglichen Anstand. Hey, sei bitte nicht so. Die Leute geben mir ihr Bestes. Sie sind stets bemüht gewesen. Idioten. Ihr seid alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir schleierhaft. Wie lange muss ich ihn noch verfolgen? Kann ich ihn einfach klappen schnell? Kann man nicht eine Millisekunde nach rechts gucken? Oder nach links? Oder irgendwo? Nein, nicht auf den. Warum willst du auf den Zaun springen, wenn dein Dach direkt neben dir ist? Preise den Herren für importierte Weine. Wer trinkt schon mehr als einmal im Monat Rum? Ich jeden Tag.
Also rumtrinken sei eine gute Idee. Fest incognito. Yes, yes, hello, mate. Yes, nee, das ist auf Französisch. Ja, ich kann kein Italienisch nachmachen. Pizza, Pasta. Bitte verzeiht mir meine Verspätung. Ich bin Ruggiero Ferraro. Hi, Mr. Ferraro. Kein Problem. Pizza. Si. Oh la la. Ladies and Gentlemen, einen Toast auf meine kurze Zeit als Gouverneur der Bahamas. Denn unter meiner Führung haben stolze 300 Piraten das Generalpardon akzeptiert und der Krone die Treue geschworen. Und doch, trotz all meiner Erfolge beliebt seine Majestät mich zu entlassen und beruft mich zurück nach England. Bravo. Gott segne, Fatzke. Sie wundert, ach so. Ah, ich soll ihn nicht einfach umbringen. Ich dachte, der läuft jetzt weg und... Ach so, gut. Nee, ich habe die Aufgabe falsch verstanden. Danke für die Ausrichtung meiner Abschiedsfeier. Ich war nicht zu ungestüm. Von einer Bank. Eure Rede war sehr offenherzig, doch nicht, wofür man euch hängen wird. Nun, wie wär's damit? Bald sind alle Monarchien der Welt überflüssig. Und wenn dieser Tag kommt, werden Männer wie Torres und ich uns als Architekten ihres Untergangs... Gott, Rogers, wie kühn ihr seid. My dear fellow, can I help you? Yes, you can help me, my dear fellow. Do you know the way to Uganda? I don't converse with dandy crap. No, oh Gott. Problems, Jung. Oh, meine Fresse, wieso erkennt er mich denn, wenn ich mich hinsetze? Sonst ist es doch auch immer egal, oder nicht? Ja, den hab ich gesehen, der sitzt hier. Nee. Ach, meine Fresse, ey. Also ganz ehrlich, ich finde sowas mega scheiße. Ich zwang die Barbaren von Nassau in die Knie, bei Gott, und so will man es mir danken. Ich glaube es nicht. Verdammt richtig, so war es, Rogers. Und falls ihr zu Hause einen Leumundszeugen braucht... Ich meine, ich sehe auch nirgendwo eine Bank, wo ich mich hinsetzen wollen würde. My dear fellow, can I help you? Yes, my dear fellow. Would you kindly shut the fuck up? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, Sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Vielleicht bin ich später freundlicher, wenn sich mein Verstand verabschiedet hat. Und wie geht es mit Mrs. Rogers heute? Oh, ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, Sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren. Warum kommt es nochmal? Für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Was war das jetzt schon wieder? Warum? Man erzählt sich, Rogers, dass ihr euch mit diesem Spanier angefreundet habt. Laureano Torres. Ist das wahr? Also es ist eben, dass ich ihn umgebracht habe. Das war dumm, das gebe ich zu. Aber dass ich dann runtergefallen wurde, das ist dann auch... Was ist daran denn auffällig? Ich hatte voller Hingabe für Gerechtigkeit gesorgt. Soll ich ihm jetzt folgen, oder was? Ihr seid Mr. Ferraro, oder Pardon. Nicht? Ich bewundere andere Dinge eure Gewänder, erfordern meine diese Aufmerksamkeit. Eleganz und Farbe. So, jetzt warten, bis er geht, oder? Ach, das ist doch langweilig. Das ist einfach ein Scheiß. Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, Sie danach meine zu Fresse, fragen. Ey. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Vielleicht bin ich später freundlicher, wenn sich mein Verstand verabschiedet hat. Ich sage, das sind Guten stilvolle Tag, Gewänder, doch bei Warte dieser mal. Hitze hier sicher nicht bequem.
selbst ein Freibeuter. Warum hast du so wenig Respekt vor Männern, die nur ihren eigenen Weg gehen wollen? Du wirst meine Gründe niemals verstehen können, Cretin. Du, der du im Leben immer nur zerstört hast, was unsere Zivilisation groß macht. Ich kann es verstehen. Ich sah das Observatorium und kenne seine Macht. Du würdest damit doch nur spionieren, erpressen und sabotieren. Ja. Und alles für einen höheren Zweck. Für die Gerechtigkeit. Um Lügen zu ersticken und Wahrheit zu suchen. Kein Mensch auf Erden braucht eine solche Macht. Und doch erträgst du es, dass Roberts es nutzt. Nein. Ich hole es zurück. Und wenn du mir sagst, wo er ist, halte ich ihn auf. Hier, am Ende der Klinge, finde ich doch noch einen Freund in dir. Principe, verrückter Hund. Unsere Quellen sagen, Principe. Ist prinzipiell nicht das Teil in Afrika, wo wir schon mal waren, wo wir Roger... It's not worth my skin! Run! I'm not gonna wait around to see how this ends. Bloody! No, 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 no. Hold you. Oh fuck, oh fuck. Hey, stop there, you! Der hat mich nicht gesehen, er musste trotzdem sterben, weil er im Weg war. Das Assassinenbüro erreichen. Also wir sollen zurück nach Principe. Hm. Muss ich nicht sowieso irgendwie durch eine Deckung untertauchen oder sowas? Für irgendeinen dummen Auftrag? Bestimmt. Assassinenbüro, so dreint auf. Wohin jetzt? Pack deine 7 Sachen, wir segeln nach Afrika. Wo sind meine Schwerter? Und 2 meiner Pistolen? Und der Rest meiner Sachen? Den Jonathan habe ich gemacht, Rogers habe ich gemacht. Top. Ja. War nicht so toll. Das mit Rogers, dass er. Das vor allem, das ist beim ersten Mal, also beim zweiten Mal, wo ich es nicht komplett verkackt habe von Anfang an, dass da halt, was soll ich sagen, dass da halt nicht schon wieder, Denkfehler, ich kann gerade nicht denken, dass das Gespräch einfach ein paar Mal kam, das wollte ich sagen, ich bin gerade ein bisschen geistesabwesend, wo ist denn mein Assassinenauftrag, den ich habe, weil ich würde sagen, machen wir das erstmal. I mean, yeah, why not? Okay, gut. Dann würde ich sagen, fahren wir einfach so oder irgendwo hin. Das sind auch noch Assassinenaufträge, ne? Die nächste Insel, die uns fehlt, ist einmal Crooked Island hier. Können wir von hier aus schnell hinfahren. Suchen Sie den südlichen Teil der Welt auf, um größere Schiffe mit größerer Beute zu finden. Oder ich lasse es einfach. Also ja, ich müsste sowieso noch mal hin, um ein bisschen Metall zu farmen und alles. Gib mir etwas wahr! Okay, soll ich meinen Assassinenauftrag wieder? Wo ist denn der? Auf irgendeiner Insel war der. Gut, ich hab keine Ahnung. Irgendwo links. Da. Da müssen wir hin. Überlebende!
bewachen die das hier oder sind die einfach so hier? Wir zerschenken gleich ein Land! Hauptsegel ref! So viele Segel, wie ihr könnt! Leesegel! Die Böe nehmen wir mit! Oh Gott, ich vermisse Adewale. Gott, die Rothaarige, ey. Wie hieß immer Mary? Ne, Mary war die andere, oder? Ich kann aber, wie sie heißt. Noch schon wieder ein goldener Schatz. Man kann übrigens auch Informationen kaufen. Preußischen Stoß, ja schön. Informationen kaufen bei diesen Tavernen und dann wird auf der Karte so eine Karte angezeigt, also wo eine Karte sein könnte oder ist, besser gesagt. Genau, willst fallen wir runter. Die Wachen loswerden, mein Freund? Nee, eigentlich nicht. Die Wachen loswerden, vor allem. Warum? Synchronisieren sie erst. Das gibt's ja gar nicht mehr als Feature, ne? Das ist mir eigentlich noch nie so wirklich aufgefallen, dass das nicht mehr gibt. Das ist nicht so tief, dass ich da reinspringen würde, kopfüber. Ich kann dir die Bluthunde vom Hals halten, Kerbfurcht. Es scheint, als könntest du Hilfe bei der Flucht brauchen. Nein. Gott, wieso müssen wir dich jetzt ansprechen? Hallöchen. Uga Buga? Uga Buga. Hey. Ach ja, komm mal her. Die Banditen müssen siegen. Eigentlich sind wir der Bandit, weil wir eine Frau angeguckt haben. Man kann sich auch so betrinken, oh. Ne, ich wollte eigentlich nur die Munition, die Information kaufen. Und jetzt zeigt er uns was an? Wieder eine Schatzkarte oder was anderes diesmal? Ne, auch eine Leiche, okay. Gut zu wissen. Am I dreaming? Singular fellow. Also ich kaufe jetzt einfach an jeder Taverne, wo ich was finde, Informationen. Weil kostet ja nicht wirklich viel und ich habe ja sowieso ein bisschen was über jetzt. Kriegt man hier auch ein bisschen mehr Geld oder kommt mir das nur so vor? Wer schießt denn dort? Kiste oben oder habe ich sie gerade übersehen? Ne, die ist hier zwischen. Oh. Damit habe ich es nicht gerechnet. Ich dachte, die ist entweder da unter oder oben drauf. Nicht auf dem Zwischenteil. Cool. Okay, noch eine Minute Zeit. Das heißt, wir machen den Scheiß hier noch fertig. Nein, runterfallen. Danke. Ein anderes Fragment noch. Kein anderes Fragment noch. Au. Hallöchen Dingens da.
Mein erster Tagtraum. So. Ein Geheimnis entdeckt. Ja, da müssen wir dann mal hoch. Auf den Steg. Und hier haben wir noch eine Kiste. So. Ich wollte eigentlich heute viel mehr aufnehmen, als ich aufgenommen habe. Ich habe ziemlich viel nebenbei wieder gemacht. Vermutlich kommt gleich noch ein Stream. Dann nehme ich heute am 12. auf. Ja, dann würde ich sagen, beende ich mal dieser Stelle den Part. Im nächsten Part machen wir dann weiter mit den Nebensachen, würde ich sagen. Oder vielleicht eine Story-Mission, entscheide ich spontan. Hat mir so gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.